Ich bin der Bastian, ich bin für Function da und wir produzieren einen nachhaltigen Fahrradhelm. Jährlich werden 42 Millionen Tonnen Styropor produziert. Darüber hinaus aber das sehr große Problem, dass bis zu 30% des weltweiten Müllhaltenvolumens wirklich von Styropor belegt wird und bis zu 20% des Styropors auch verbrannt wird, weil eben das Recyceln von Styropor sich einfach nicht lohnt. Also es rechnet sich nicht. Das Besondere an unserem Produkt ist eben nicht nur, dass es kompostierbar ist, sondern vor allem, dass es eben kreislauffähig ist. Also wir benutzen jetzt nicht ein Material, was aufwendig hergestellt werden muss, was danach kompostiert werden kann, sondern wir benutzen Agrarnebenprodukte und einen Pilz, der aus dem Wald ist, den man nur einmal isolieren muss. Und daraus entsteht eben dieses kompostierbare Material. Und währenddessen werten wir quasi diese Agrarnebenprodukte nochmal auf und verändern trotzdem nicht deren Kompostierbarkeit. Wir wollen eben auf jeden Fall auch ein möglichst nachhaltiges Produkt verwirklichen. Und deshalb haben wir uns eben vorgenommen, gemeinsam mit unserem Kunden weitere Komponenten für den Rest des Helms herzustellen. Darüber hinaus wollen wir auf jeden Fall auch grünen Strom immer noch benutzen und dann langfristig auch eine Solaranlage auf quasi unsere Produktionsanlage bauen, die dann wirklich einen Großteil von unserem Energiebedarf abdeckt.